Ja, hallo, herzlich willkommen bei einem weiteren Impuls von Leadership Meets Sports und zu einem weiteren Punkt, wenn es darum geht, Wirtschaftsfaktor als Sport in Zeiten von Corona. Und ich freue mich heute, jemanden begrüßen zu dürfen, ja, der den EHF-Pokal gewonnen hat, der Europameister ist, der Bronze bei Olympia geholt hat. Und ja, er gilt zweifelsohne als die Integrationsfigur, der Publikumsliebling. Er ist Denker und Lenker im Spiel des HBW Balingen bei Stetten. Ja, und freue mich, von den Galliern heute bei mir zu begrüßen, Martin Strobel. Hallo Martin, schön, dass du da bist. Hallo Andreas, freut mich, da zu sein. Ja, Martin, ja, die erste Frage in diesen unruhigen Zeiten oder turbulenten Zeiten, die wir haben, ja, wie geht's dir? Wie verbringst du deine Zeit in Zeichen von Corona? Ja, zunächst mal, mir geht's gut. Meiner Familie geht's gut. Das sind, glaube ich, so die wichtigsten Punkte in der jetzigen Phase oder in der jetzigen Zeit. Des Weiteren, wie verbringt man die Zeit? Also, wir halten uns an die Vorgaben, sind viel zu Hause, sind froh, dass das Wetter mitspielt die meiste Zeit, dass wir in den Garten raus können. Das ist ein ja, großes Glück, das wir haben. So auch Abwechslung in den Alltag zu bekommen. Nichtsdestotrotz müssen wir uns irgendwie, oder wir als Sportler von der Mannschaft aus natürlich auch fit halten. Und das versuchen wir über, ja, über Laufeinheiten und Krafteinheiten, die jetzt natürlich nicht dem Standard entsprechen, den wir sie unter der Saison normalerweise haben. Ja. Mhm. Jetzt sieht es ja so aus, du hattest ja selber schon mal eine Zwangspause durch deine Verletzung und im November letzten Jahres hast du dein Comeback gegeben, so nach 280 Tagen völliger Zwangspause. Wenn sich jemand jetzt mit Zwangspausen auskennt, dann ist es, glaube ich, Martin Strobel. Wie viel Stellenwert hat denn jetzt Handball in der aktuellen Situation bei euch in der Mannschaft? Ich denke, dass es bei den meisten einfach so ist, dass sie die Situation einfach annehmen, dass man natürlich über alle Gesellschaftsschichten hinweg das Ganze so sehen sollte. Und natürlich ist der Sport sehr wichtig für uns. Und ich glaube, es ist eine einmalige Situation, dass auch in der Zeit von einer Krise der komplette Sport wegfällt. Und vielleicht so, was bisher vielleicht in vielen anderen Krisen noch der Fall war, sondern als Ausgleich irgendwo hatte, wo man sich noch zurück ja, in der Zeit bringen konnte, dass man sich ein bisschen ablenkt mit Sport oder so. Also auch zuzuschauen ist natürlich jetzt auch nicht mehr. Und wir als Sportler möchten natürlich am liebsten jeden Tag in die Halle, aber das stellen wir jetzt eben zurück im Zuge der Gesundheit und unser aller und müssen die Situation eben so annehmen. Jetzt seid ihr ja als Handballverein, gerade insbesondere die Gallier sind ja, gelten ja als sehr bodenständiger Verein, als ja, ein Verein, der sehr viel Nähe zu den Fans ja auch hat und der das ja auch ganz bewusst so haben möchte. Bekommt ihr überhaupt etwas mit von den Fans, wie es den Leuten bei euch so geht, womit die sich so tragen? Teils, teils. Also wir haben natürlich jetzt auch am Anfang vor allem versucht, da irgendwie unterstützend oder auch ja, unseren Beitrag in einer anderen Art und Weise irgendwo zu leisten. Natürlich ist man über die sozialen Medien, vielleicht über den Verein, einen gewissen Austausch mit Fans, aber so einen direkten Kontakt oder wie es den Einzelnen jetzt geht, wissen wir auch nicht. Wir wissen einfach nur, dass auch unsere gesamte Halle zurzeit in einem Erststation oder Auffangstation für hausärztliche Besuche sind. Also alle, die jetzt um die Landärzte oder die Ärzte in den Städten irgendwo zu entlasten. Da ist jetzt ein Riesenzentrum in unserer Spiel- und Trainingshalle eingerichtet worden, damit hier ja, die Kapazität einfach erweitert werden kann. Okay. Jetzt, die Handballsaison ist ja quasi erstmal abgebrochen. Es findet ja nirgendwo irgendein Sport statt, so wie du ja auch gesagt hast. Aktuell steht ihr jetzt auf dem 16. Tabellenplatz. Und so bitter das jetzt nun mal auch ist, vielleicht mit der Corona-Krise. Aber aus sportlicher Sicht, tut da vielleicht so eine Zwangspause auch gut? Ja, also es ist natürlich halt so, dass es jetzt eigentlich erst in die entscheidende Phase der Saison reingegangen wäre. Also wir haben über zwei Drittel der Saison gespielt. Und jetzt kommen schon noch mal ein paar Spiele, wo
in vielen Tabellenregionen einfach Entscheidungen gefallen wären, ja, wenn nochmal wichtige Spiele anstehen. Und die sind jetzt eben nicht, eine Zwangspause tut in der Hinsicht gut, dass vielleicht verletzte oder angeschlagene Spieler diese Zeit jetzt wirklich für sich auch nochmal nutzen können, um gestärkt daraus zu gehen oder gesund wieder daraus zu gehen. Allerdings können sie sich auch nicht testen unter Belastung, das ist die andere Kehrseite, aber zumindest um die ersten Anzeichen oder Mitleidenschaften von der Saison irgendwo ein bisschen auszukurieren. Okay. Was denkst du, was sind eigentlich so mögliche Szenarien, also wie es jetzt weitergeht? Also man redet von Abbruch der Liga, man redet auch irgendwann von Weiterspielen. Im Fußball redet man ja auch von Geisterspielen bis Ende des Jahres sogar, also über die Saison oder über das Saisonende hinaus. Welche Szenarien sind eigentlich so im Handball denkbar? Ja, also mit den Szenarien beschäftigt sich jetzt seit 1 bis 2 Wochen eine Arbeitsgruppe der Bundesliga mit ein paar Personen, die sich da intensiv auseinandersetzen, welche Möglichkeiten es geben könnte. Wir wissen einfach, wir kriegen relativ schnelle Info immer über unseren Verein, wie der aktuelle Stand ist. Da ist die Kommunikation sehr gut, da die HBL fast alle 2 Tage irgendwelche Videokonferenzen oder Telefonkonferenzen abhält. Und es ist einfach so, dass jetzt vor ein paar Tagen beschlossen wurde, die Pause bis zum 16. Mai nochmal auszudehnen oder zu verlängern, aber in dem Zuge auch relativ zeitnah eine Entscheidung gefällt werden sollte, wie der weitere Verlauf ist. Also ob ein Weiterspielen möglich ist oder ein Abbruch, wenn ein Abbruch, in welchen Szenarien. Also ich denke, dass es recht unwahrscheinlich ist, dass wir so ähnlich wie es im Fußball vielleicht angedacht ist, vor leeren Rängen spielen, weil das einfach für die Wirtschaftlichkeit der Vereine nicht tragbar ist. Jetzt schon ziemlich an der Grenze geht und dann wäre das nicht machbar, so was man aus den einzelnen Vereinen auch hört, aber vor allem auch für unseren Verein. Und wenn es zu einem Abbruch kommt, muss man halt sehen, wird die Saison komplett annulliert oder welche Szenarien dann eben stattfinden. Das, ja, da gibt es, denke ich, ein paar Möglichkeiten, aber wie gesagt, da ist noch kein Standpunkt festgelegt. Und trotzdem glaube ich auch, dass es noch nicht alles so ganz sicher ist für die Saison 2020, 2021, dass es da auch schon Stellschrauben geben muss. Ja. Mhm. Mal angenommen, es gibt so ein Szenario wie, wir spielen weiter, wir holen das irgendwie nach, wie auch immer das denkbar wäre. Man kann ja jetzt nicht zur Normalität hingehen. Also ich weiß, beim Handball sieht es ja wie bei vielen Sportarten aus. Es gibt die Vorbereitungsphase, Trainingslager, um wieder auf diesen Leistungsstand ja auch zu kommen. Wie wird das wohl aussehen? Also nächste Woche quasi sich in der Halle zu treffen und zu sagen, wir spielen gegen Stuttgart, Melsungen oder wen auch immer, wird ja nicht denkbar sein. Nein, so ist es eben nicht denkbar. Und das ist gerade das, was viele als Problem oder auch vor allem die Trainer als Problem sehen, da die Verletzungsgefahr dann eben extrem hoch ist, wenn man keine hochbelastende Vorbereitungsphase hatte, wo man dann eben die Spieler austesten oder an ihr Maximum irgendwann mal bringen kann, um dann eben auf dem höchsten Level Handball zu spielen. Und bei uns, und das ist auch ein Problem der unterschiedlichen Clubs, weil Teile der ganzen Reglements sind ja auch Ländersache, also was von Land angedacht ist. Und zum Beispiel wäre es bei uns so, dass die Halle bis zu einem bestimmten Zeitpunkt geschlossen ist für jetzt, wie es jetzt gerade der Fall ist, diese Erstaufnahmestelle. Und wir gar nicht hallenmäßig trainieren können. Andere Clubs haben eigene Trainingszentren, wo das vielleicht ein bisschen anders aussieht. Also können die vielleicht schon 2, 3, 4 Wochen vor uns was machen oder nicht. Und das sind eben alles so Punkte, wo dann eben die Fairness oder die Toleranz irgendwo gegeben sein sollte. Und das ist eben sehr, sehr schwer, da eine einheitliche Linie zu fahren. Jetzt hatte ich vor ein paar Tagen ein Interview mit Frank Busemann, der Stellung bezogen hat zu dem Thema Olympia. Der hat auch eine These aufgestellt, dass die Leistungsfähigkeit der Sportler aufgrund der Absage nächstes Jahr deutlich höher sein könnte, weil es jetzt viel mehr Regeneration gibt. Man kann sich noch mal stärker fokussieren, man kann noch mal mehr darauf hinarbeiten. Wäre das auch denkbar im Handball, zu sagen, dass die Liga, die ja sowieso als stärkste Liga gilt, dass da die Leistung noch einmal zunimmt?
Es ist mit Sicherheit so, dass man sagen kann, dass man sich länger auf das Ganze vorbereiten kann. Ja, also bei uns wäre es jetzt zum Beispiel so gewesen, dass Ende April dieses Qualifikationsturnier für die Olympischen Spiele stattgefunden hätte. Wir hatten einen kurzfristigen Trainerwechsel auf der Bundestrainerposition. Diese Verschiebung an sich bringt natürlich jetzt mehr Zeit für die Nationalmannschaft an Vorbereitung. Das ist schon mal positiv, würde ich sagen. Aber man muss sich trotzdem erstmal noch dafür qualifizieren. Aber ich denke, dass man über die Saison, wie auch immer die nächstes Jahr dann aussehen mag, sich natürlich besser auf so ein Großturnier dann nochmal vorbereiten kann, wie es jetzt in diesen kurzen Abschnitten ist, weil niemand weiß, wie es in einem halben Jahr ist, niemand weiß, wann man sich qualifizieren muss und dass da eben die Vorbereitungszeiten teilweise dann eben länger sind, ja, was mental, aber auch den Körper angeht. Okay. Jetzt hast du hast dieses Jahr nach 17 Jahren Profisport angekündigt, dass dein Karriereende eingeläutet wird mit Ende der laufenden Bundesliga-Saison. Jetzt hast du die Nationalmannschaft schon angesprochen und da war immer wieder davon zu lesen, dass eine Nominierung in die Nationalmannschaft und auch eine Teilnahme an den Olympischen Spielen für dich möglich sei. Hätte vielleicht nochmal ein letzter Höhepunkt für Martin Strobel sein können. Jetzt ist Olympia verschoben. Verschiebst du auch dein Karriereende? Nein, also wurde ich in den letzten Wochen oder Tagen auch nochmal das eine oder andere Mal gefragt, aber Entscheidung ist Entscheidung und die wurde getroffen und da ändert jetzt auch so eine Pandemie nichts dran. Also klar ist es jetzt natürlich nicht die Optimalsituation und man stellt sich vielleicht einige Sachen anders vor oder normal, sagen wir es mal so, aber wichtig ist, dass wir alle von der Gesellschaft her wieder in die Normalität reinkommen und da ist es für mich jetzt nicht so extrem wichtig, wie es bei mir da irgendwie ausgesehen hätte. Zumal das auch alles Zukunftsmusik gewesen wäre. Also von dem her bin ich relativ entspannt und kann jetzt natürlich die Zeit, die mir jetzt so noch gegeben wird, auch anderweitig nutzen, um bestimmte Dinge voranzutreiben und vorzubereiten. Steckt nichtsdestotrotz so ein bisschen Wehmut, der Punkt, es hätte sein können mit Olympia oder ist das überhaupt nicht mehr? Wenn man so lange irgendwie was leistungsorientiert gemacht hat und ja eigentlich seine Leidenschaft und sein Hobby irgendwo zum Beruf gemacht hat, dann guckt man natürlich immer mit ein bisschen Wehmut zurück. Und 2016 in Rio war es natürlich ein Erlebnis, das ich ja niemals vergessen und vermissen wollen würde. Und das steckt da in so einem Körper oder in so einem Kopf immer mit drin. Aber wie gesagt, ist auch oftmals nur Zukunftsmusik gewesen. Also sprich, man muss sich qualifizieren, du musst fit sein, der Trainer muss dich für die Mannschaft nominieren. Das sind viele Bausteine, die eben noch nicht vorhersagbar sind. Und natürlich sind das Ziele, die man immer wieder verfolgt hat. Deswegen ist so eine Verschiebung dann natürlich in dem Sinne schade vielleicht, wenn es mal dann dazu gekommen wäre. Aber wie gesagt, damit setze ich mich jetzt nicht so sehr auseinander, dass ich sage, oje, schade, wirklich schade, sondern so ist es jetzt eben. Und ich freue mich für die Athleten, die dann nächstes Jahr antreten dürfen. Jetzt sagst du es, du freust dich für die Athleten, die nächstes Jahr antreten können. Du beendest deine Karriere, du bist auch nicht alleine, weil einige andere beenden ihre Karriere auch. Also ich weiß, im Handball Holger Glandorf hört auf, der ja in dieser Saison nochmal einen richtigen Schub ja auch bekommen hat. Aber auch viele Olympioniken hören auf und haben mit den Olympischen Spielen ihren letzten Höhepunkt gesehen. Was glaubst du, was bedeutet das für die Sportler, wenn dieser Höhepunkt gar nicht mehr machbar ist, nicht erreichbar ist? Das ist teilweise, glaube ich, schon schwer, weil es jetzt egal für jeden Sportler, aber jetzt so gerade auch im individuellen Bereich einfach du fast für 4 Jahre lang alles hinten einstellst und opferst für diesen einen Wettkampf vielleicht teilweise sogar nur. Und wenn der dann wegbricht, dann geht schon ein Ziel weg. Und ich glaube, ich hatte jetzt vor kurzem mal ein Interview oder ein Zitat von Timo Boll gelesen, auch
er gesagt hat, ja, er ist gerade irgendwo so in einem Leerzustand, er weiß gar nicht, er hätte jetzt im Moment gar keine Lust, richtig zu trainieren, weil das einfach so weggebrochen ist. Und ich glaube, so geht es eben vielen, weil du eben so lange auf was hinarbeitest. Und wir im Sport oder wir jetzt in der Mannschaftssport haben natürlich trotzdem, jetzt aktuell nicht, aber sonst normalerweise auch unseren gewohnten Rhythmus. Und dann vergeht so ein halbes oder ein Jahr mal echt extrem schnell. Trotzdem will man als Mannschaftssportler auch so ein Ereignis miterleben. Aber ich glaube, in manchen Bereichen trifft es den einen oder anderen schon nochmal ein bisschen härter. Okay. Ja, gucken wir dann mal auf die Zukunft von Martin Strobel. Du hast ja gesagt, bei der Pressekonferenz, wo du das Karriereende angekündigt hast, der Zeitpunkt fühlt sich für dich richtig an. Und wenn ich so auf deine Homepage gucke, dann lese ich da, machen Sie sich schon mal warm, wir legen bald los. Und wer dich kennt, du lässt Taten nun mal sprechen. Was steckt dahinter? Ja, dahinter ist, dass das, was jetzt aktuell noch auf der Seite steht, einfach noch ein Teaser ein bisschen ist zum Vorankündigung sozusagen, weil das Ganze jetzt auch aufbereitet wird und die eigentliche Homepage dann irgendwann fertiggestellt ist. Es steckt einfach dahinter, dass ich die ganze Kompetenz, die ich aus dem Mannschaftssport die letzten Jahre erfahren habe, aber vor allem jetzt auch die letzten 1, 2, 3, 4 Jahre, wo sehr intensiv waren, wo ich wahrscheinlich so viel Erfahrung rausgezogen habe wie in der gesamten Karriere irgendwo, das gerne weitergeben möchte, aber natürlich kombiniert aus meinem Managementstudium mit gewissen Methoden und Möglichkeiten, um leistungsstarke Teamplayer zu entwickeln und zu steuern. Und da gehört für mich zum einen der Einzelne dazu, hauptsächlich als Grundbaustein, aber natürlich letzten Endes das gesamte Team. Und das möchte ich eben weitergeben, mich mit Teams auch entwickeln, aber vor allem die Teams an sich Richtung Leistungsstärke ranführen. Jetzt steht ja auf deiner Homepage vom Spielmacher zum Teammacher. Die aktuelle Situation, die wir mit Corona haben, sieht ja so aus, dass Unternehmen quasi Herrscharen von Mitarbeitern ins Homeoffice verfrachtet haben, ohne dass sie es vielleicht gewollt haben. Worauf kommt es da jetzt an, dass die Teams auch weiterhin funktionieren? Ja, ich denke, dass wichtig ist, trotzdem eine gute Kommunikation stattfindet. Und ich glaube, viele Unternehmen sehen jetzt auf einmal Möglichkeiten, die sie vielleicht vorher gar nicht so bewusst wahrgenommen haben. Trotzdem ist es wichtig, die Distanz nicht zu distanziert sehen zu lassen oder gehen zu lassen, sondern da immer in einem guten Austausch ist, um eben leistungsorientiert oder aufgabenorientiert das Ganze auch anzugehen, damit nachher die Ergebnisse auch stimmen. Ich glaube, das ist für viele Unternehmen jetzt gerade, die sich in dem Bereich, was noch stattfinden kann, bei manchen Unternehmen findet ja auch nichts mehr statt, möglich ist, ja. So eine Krise hat ja am Ende nun auch mal Gewinner und Verlierer. Was glaubst du, was müssen Unternehmen eigentlich tun, damit sie aus dieser Krise auch als Gewinner rausgehen? Ja, das ist unterschiedlich, denke ich, von Unternehmen zu Unternehmen, wie stark sie jetzt letzten Endes betroffen sind. Trotzdem sehe ich es oft, also allgemein immer so, dass jede Krise auch eine gewisse Chance birgt. Ja? Und man muss eben nur die Augen öffnen und dafür auch bereit sein und offen sein, diese Dinge anzugehen, auch wenn sie in dem Moment vielleicht nicht schön oder optimal erscheinen. Ja? Also ich könnte mir auch einen besseren Zeitpunkt vorstellen oder habe mir vor ein paar Wochen oder ein paar Tagen selber mich gefragt, okay, jetzt willst du dich in dem Moment irgendwo selbstständig machen, ist vielleicht auch nicht der optimale Zeitpunkt, aber gibt es den überhaupt? Und meine Antwort ist, in einem halben Jahr hätte ich es da gemacht oder vor einem halben Jahr gab es auch Unsicherheiten. Und so, denke ich, gibt es in vielen Bereichen und man kann sich nur mit seiner eigenen Leistung irgendwo erarbeiten und versuchen, auch andere Möglichkeiten wahrzunehmen, Wege zu gehen, zu kooperieren, zu kommunizieren mit unterschiedlichen Leuten. Und ich glaube, als Gesamtheit können wir das Ganze, wenn man das nachher sieht, schon irgendwo füreinander nutzen. Ja. Okay. Jetzt sieht's ja nun auch mal so aus, dass die Welt ja quasi
irgendwie stillsteht und nichtsdestotrotz dreht sie sich ja auch weiter. Die Menschen agieren ganz unterschiedlich, sie machen Hamsterkäufe, man weiß gar nicht so richtig, wo man richtig Hand anlegen muss. Sind solche Themen wie die Spielregeln einzuhalten, die zum Beispiel die Bundesregierung oder die Landesregierung einhält, ist es bei dem einen oder anderen gar nicht so im Kopf angekommen, wie wichtig das ist? Oder wie schätzt du die Situation ein? Ich denke, dass es mittlerweile schon bei jedem irgendwo angekommen ist. Nur jetzt kommt es darauf an, wie lange dauert die Zeit. Also, und da wird der Mensch dann, glaube ich, irgendwann mal schwach. Und manche Menschen schneller und manche Menschen weniger schnell. Und je länger das dauert, desto schwieriger wird das. Also ich glaube, dass jetzt so langsam spürt man schon bei dem einen oder anderen, wenn man miteinander telefoniert oder man hätte doch die Lust, mal was anderes wieder zu tun oder sich mit dem und demjenigen zu treffen und oder dort und dorthin zu fahren. Also ich glaube, so je länger das Ganze dauert, desto schwächer wird auch in manchen Phasen einfach der Mensch an sich. Und da gilt es halt umso mehr, glaube ich, wenn man sich in einem Umfeld bewegt, auch so offen und ehrlich miteinander umzugehen und zu sagen, hey, jetzt haben wir es so lange ausgehalten. Vielleicht geht es ja auch wirklich nicht mehr so lang, dass man sich an gewisse Vorgaben auch hält. Und ja, mit den Einkäufen an sich, ich denke, jeder Laden hat noch irgendwo geöffnet. Da müssen wir den ganzen Mitarbeitern irgendwo oder auch den Unternehmen danken, die uns das bereitstellen und möglich machen. Aber man sollte auch nicht verschwenderisch damit umgehen, weil das hat dann wieder irgendwelche anderen Nachfolgen. Vor kurzem erst in einem Zeitungsartikel gelesen, dass jetzt die Klärwerke auch Probleme haben, teilweise aufgrund dessen Ganzen, ob das jetzt richtig ist oder nicht. Aber ja, das sind alles Folgeerscheinungen und ich glaube, wir müssen eine Ruhe bewahren. Man darf nicht zu übertrieben an die Sache auch hingehen. Also ich halte es mittlerweile auch wirklich so, dass ich einmal am Tag nur mal kurz die Faktenlage check und mich darüber informiere und alles andere dann auch wieder ein bisschen ausblende, weil am Anfang kam nämlich eine extreme Informationswelle, wo dich als Mensch natürlich auch irgendwo in einer Art und Weise beschäftigt. Ja. Und wenn man das nicht kontrollieren kann, ich glaube, dann wird es schwierig. Okay. Handball ist ja ein sehr emotionaler Sport. Gibt es etwas, was die Menschen aktuell vom Handball lernen könnten, um aus diesem, ja, vielleicht auch aus diesem Tal der Tränen schneller herauszukommen? Ja, Handball ist ein emotionaler, aber brutaler Sport, würde ich sagen, in mancher Art und Weise. Und das tut auch wirklich auch manchmal weh. Und wir stehen aber trotzdem oft auch wieder schnell auf. Also das kann mal lang dauern, kann aber auch mal mal kürzer dauern. Und ich glaube, in vielen Sportarten ist es dann eigentlich so, dass man das annimmt und mit einer Niederlage umgeht. Und das kann man vielleicht vom Sport ganz gut übertragen. Ja? Also aus Niederlagen sind die meisten Spieler oder Sportler oder Athleten irgendwo gestärkter hervorgegangen als zuvor. Und manche verlieren auch in ihrer Karriere öfters, als sie Wettkämpfe, also vom Durchschnitt her hatten. Und die meisten sagen, aus den Niederlagen haben sie am meisten gelernt. Und ich glaube, das kann man vom Sport ganz gut übertragen. Und aus der Erfahrung kann ich auch selber sagen, dass das wirklich so ist. Weil immer daran wächst man irgendwo. Und wenn man das wirklich so annimmt und auch sieht und auf einer rationalen Ebene das Ganze betrachtet und die Emotionen oder die mal ein bisschen außen vor lässt oder bremst, dass man da wirklich einen geschärften Blick darauf hat, dann kommt man, glaube ich, ganz gut als Mensch auch weiter vorwärts, auch nach der Krise. Jetzt werden ja auch immer wieder so Szenarien aufgestellt, was passiert, wenn Corona vorbei ist. Es gibt sehr weiche Formulierungen, die dann sagen, die Welt wird schöner sein, sie wird besser sein, weil wir es mehr zu schätzen wissen, mit der Familie zusammen zu sein, weil wir uns den ganzen Stress nicht mehr ausgeben. Es wird viel mehr online passieren. Wir beide treffen uns ja heute auch online. Was glaubst du, welche Szenarien sind denkbar danach? Wie geht die Welt weiter? Wie sieht es deiner Meinung nach aus? Was bleibt von Corona? Das ist die Frage, ja. Ich habe noch keine wirkliche Antwort darauf für mich gefunden. Mit Sicherheit wird es so sein, dass dieser Abschnitt schon Fußabdrücke in jedem Leben irgendwo hinterlassen wird, wo man immer wieder darauf zurückgreifen könnte oder in Gedanken zurückgreift. Gerade was dieses intensive Leben angeht, innerhalb von einer Gemeinschaft, also sprich von der Familie,
Das nimmt jetzt jeder, glaube ich, anders wahr und intensiver wahr. Aber man muss auch die andere Seite sehen. Ich glaube, viel mehr Menschen nutzen jetzt auch die sozialen Medien auf eine andere Art und Weise. Ja. Sie bestimmen, glaube ich, mittlerweile natürlich schon oft den Alltag, aber jetzt vielleicht noch in gewisser Art und Weise mehr. Online findet deutlich mehr Aktivität statt, sei es geschäftlich, aber auch privat. Also manche Gruppierungen, sage ich mal, von Freunden oder so, über größere Distanzen hätte man ja vor einem Jahr oder vor einem halben Jahr auch mal darauf kommen können, dass man sich per Skype oder so mal trifft oder mal austauscht. Aber entweder wurde nur kurz eine Nachricht geschickt oder gar nichts. Und ich glaube, das wird schon ein bisschen sich verändern, dass das Intensive, die Achtsamkeit aufeinander ein bisschen mehr wird. Und dann muss man sehen, wie sich das ganze Gesellschaftssystem wieder entwickelt. Weil das kann natürlich sehr schnell gehen, dass man wieder in seinem Tunnel oder in seinem Leben irgendwo schnell festfährt, weil alle natürlich wollen, dass es wieder bergauf geht. Und ich glaube, das ist für mich so, dass ich das Ganze schon auch nutzen möchte, intensiv das weiterzuleben oder darauf zu achten, aber natürlich der Fortschritt auch irgendwo weitergehen muss. Ja, ich glaube, das ist trotz allem wichtig. Der Kopf ist ja entscheidend für Erfolg und gleichermaßen auch für Misserfolg. Wenn Normalität wieder eintrifft, wo wir alle nicht wissen, erstens auch, wann das ist und wie es dann aussieht, was sollten Unternehmer denn oder Unternehmen dann eigentlich tun, um die Motivation der Mitarbeiter oder für sich selber wieder möglichst schnell auf ein hohes Level zu heben? Also zunächst mal ist, glaube ich, wichtig, wenn die Mitarbeiter wieder zurückkommen oder teilweise aus den Kurzarbeit zurückkommen, braucht es vielleicht manchmal gar nicht so extrem viel Motivation, weil wenn du längere Zeit zu Hause bist, also ich merke oder weiß das von einer Verletzung zum Beispiel, dass du halt so schnell wie möglich irgendwo wieder hinkommen willst. Gut wäre vielleicht dann in dem Moment, dass man nicht überzieht, also nicht zu schnell auf irgendwas zurennt, sondern dann vielleicht auch, obwohl man eine Riesenmotivation hat, was ja im Prinzip erstmal gut ist, aber das auch teilweise gut steuert und einbremst. Ja? Weil sonst macht man vielleicht in der Hinsicht auch irgendwelche Fehler, die nicht optimal sind. Und darum denke ich, dass einige genug Motivation schon von Anfang an mitbringen, aber die gut gesteuert sein sollte, um dann wirklich auch die Ziele zu erreichen, die man als Unternehmen, aber auch in kleinen Gruppen oder Teams hat, um miteinander wieder vielleicht zu lernen auch, wie gehen wir jetzt auch wieder miteinander um, was war wichtig, was war gut, was können wir weiter fortführen, was bauen wir vielleicht ein in die Zukunft, welche Kommunikationswege lassen sich nutzen, dass man da eben aus der ganzen Sache auch ein bisschen was Positives rauszieht. Okay. Ja, dann will ich auch ein Stück weit schon zum Schluss kommen. Ich weiß, dass du momentan ja auch sehr, sehr viel liest. Was hast du für so einen aktuellen Buchtipp, wenn jemand gerade zu Hause sitzt und ja, mit seiner Zeit nichts anzufangen weiß? Aktueller Buchtipp könnte ich viele sagen, aber habe ich vor kurzem, bin ich erst wieder drauf gekommen, dass das eigentlich ein Buchtipp wäre, den ich gerne weitergeben könnte. Und zwar Factfulness heißt das Ganze von Hans Rosling. Das ist ein norwegischer Wissenschaftler. Da geht es darum, wie wir lernen, die Welt so zu sehen, wie sie wirklich ist. Und ich glaube, das ist in der aktuellen Lage auch ganz interessant, weil viele Fakten oftmals mit anderen Fakten vermischt werden und das kurz umgerissen einfach wir einen geschärften Blick darauf haben sollten, auf was wir uns einlassen, auf was nicht, weil es sind einfach belegbare Sachen in manchen Themen vorhanden, die man sich eben anschauen sollte. Und da wird ganz gut aufgezeigt zu bestimmten Bereichen wie Krankheiten, Lebensstandards, Weltbevölkerung etc. Also alles so ein bisschen dargelegt, wie man es auch wirklich mal sehen kann. Und ich denke, in der heutigen Zeit ist es ganz wichtig, da auch so für sich ein Gefühl dafür zu bekommen. Ich weiß, du befindest dich ja auch in einem Buchprojekt. Ich magst du schon ein bisschen verraten, was da drin in deinem Buch alles passiert, oder ist das alles noch Verschlusssache, Top Secret? Top Secret noch nicht. Ich denke, es wird auf jeden Fall natürlich ein Stück weit um meine Person gehen, es wird aber keine reine Autobiografie sein, weil
ja, da bin ich jetzt wieder ein bisschen bodenständig. Da ist vielleicht ein bisschen auch zu wenig passiert, obwohl genug passiert ist. Aber ich würde das Ganze gern einfach verbinden mit den Themen, die mich in den letzten Jahren einfach beschäftigt haben, vor allem auch im letzten Jahr, welche Höhen und Tiefen es da teilweise geben kann und was es mit einem Menschen macht, aber auch im Hinblick auf eine Karriere zu tun hat, aber auch als Transferthemen daneben. Ja. Also wird so ein Sachbuch mit biografischem Hintergrund, sage ich mal. Okay. Jo, dann Martin, sage ich einen ganz lieben herzlichen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast, für den Austausch. Gerne. Bleib gesund, dir und deine Familie und Ihnen und den Zuhörern und Zuschauern sage ich vielen Dank fürs Dabeisein und fürs Gespräch von einem Mann, der behauptet, da bin ich bodenständig und bei mir ist zu wenig passiert, sagt derjenige, der ein silbernes Lorbeerblatt hat, in 404 Spielen 1205 Tore geschossen hat oder geworfen hat und Europameister ist. Vielen Dank Ihnen allen eine gute Zeit. Ihr Andreas Klimt. Ciao.